In unserem Interviewstudio steht jetzt Rainer Siegele, Bürgermeister von Mäder und Mitglied im erweiterten Präsidium des Gemeindeverbandes. Herr Siegele, wir haben es gehört, die Gespräche über zusätzliches Geld vom Land laufen. Wie schaut denn da der aktuelle Stand aus? Ja, die Verhandlungen werden hauptsächlich von der ersten Vizepräsidentin geführt, von der Andrea Kaufmann, mit dem Land. Klar ist, dass wir in der Kinderbetreuung Ausfallentschädigungen bekommen für die 2 Monate, die wir keine Elternbeiträge erhalten haben. Aber das ist nur der kleine Teil des Geldes. Auch eine erhöhte Förderung für die Sommerbetreuung wurde bereits zugesichert. Aber der richtig große Brocken, da geht es dann um das Geld der Entschädigung für entfallende Ertragsanteile und entfallende Kommunalsteuer. Das sind dann die großen Brocken. Ihre Bürgermeisterkollegin Kaufmann schätzt, dass den Gemeinden insgesamt 90 Millionen Euro fehlen könnten. Wird auch in dieser Größenordnung etwas vom Land kommen müssen, insgesamt dann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die volle Höhe kommt, aber wir erwarten uns natürlich schon eine ordentliche Unterstützung, weil wir sonst einfach unsere Aufgaben nicht wahrnehmen können. Was wäre da die Schmerzgrenze, wo Sie sagen, so viel brauchen die 96 Kommunen im Land? Ich habe da jetzt wenig Überblick über alle Kommunen im Land. Was ich bei uns sagen kann, wir haben ein besonderes Problem, weil unser größter Arbeitgeber Insolvenz angemeldet hat. Und da erwarte ich mir schon, dass wir zumindest etwa 80% des Ausfalles bekommen, sonst wird es sehr schwierig. Der größte Arbeitgeber, das ist die Huber Trikot GmbH, der Vollständigkeit halber. Sind hier die Kommunen, wenn man so will, quasi doppelt betroffen? Einerseits gibt es weniger Steuern, weniger Ertragsanteile von Land und Bund. Andererseits könnten auch Steuern von Firmen wegfallen, die durch die Corona-Krise nicht kommen. Ja, wir wissen, dass hier 30% angeboten wurden im Konkurs oder im Ausgleich. 30% von den ersten 5 Monaten, das heißt 70% von der Kommunalsteuer von diesen Betrieben, die dort betroffen sind, fallen auf jeden Fall weg. Jetzt, wenn wir uns das grundsätzlich ansehen, besteht hier die Gefahr, Herr Siegele, dass eine Gemeinde eventuell bankrott gehen könnte? Diese Angst habe ich jetzt für unsere Gemeinde nicht, aber es könnte natürlich sein, dass, wenn es ganz schlimm kommt, dass wir haben ziemlich etwas an Grund gekauft, um hier für die Zukunft gewappnet zu sein, auch für günstiges Wohnen, aber auch um zukünftige Infrastrukturen zu erstellen. Und es könnte durchaus sein, dass man hier etwas sozusagen vom Familiensilber dann veräußern müsste. Und ganz konkret, wie könnte das die Bevölkerung spüren? Besteht hier die Gefahr, dass möglicherweise Abfälle nicht mehr abgeholt werden oder dass Straßen nicht mehr saniert werden? Irgendwo müssen die Gemeinden ja auch einsparen. Ja, also Abfälle nicht mehr abgeholt, das ist dann etwas vom ganzen Schluss, weil da geht es einfach Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung. Das ist ganz elementare Sachen, das wird sicher am längsten aufrechterhalten. Aber es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Straße halt etwas später saniert wird. Es kann auch sein, gerade bei uns zum Beispiel mit der Firma Huber, die Firma Huber hat etwa 50% des gesamten Abwassers der Gemeinde. Und wenn hier sehr große Lücken sind, kann es durchaus sein, dass auch Gebührenerhöhungen im Abwasserbereich anstehen. Herr Bürgermeister, dann sage ich vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Danke.